Anrufe aus dem Ausland sperren? Jetzt bei Frag Fritz. Der Manuel kriegt offensichtlich unerwünschte Anrufe aus dem Ausland, denn er fragt, wie er Rufe aus dem Ausland komplett sperren kann. Und Manuel, das sagen wir dir natürlich gerne. Wir reden von Rufsperren und das können wir in der Rufbehandlung in der Fritzbox machen. Wir gucken uns das mal an. Dafür gehen wir unter Telefonie in den Bereich Rufbehandlung. Und da habt ihr ja gleich erster Reiter die Rufsperren und könnt sagen, jawohl, für ankommende Rufe, es geht auch für ausgehende, was wollt ihr denn da sperren? Und da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt hier wirklich einzelne Rufnummern hinzufügen. Also da wird dann im Prinzip ein Kontakt angelegt, also könnt ihr Namen hinterlegen und auch mehrere Rufnummern, dass ihr sagt, der soll mich einfach nicht mehr anrufen können. Das war aber nicht der Wunsch. Der Wunsch ist ja, dass alles aus dem Ausland gesperrt wird und dafür gehen wir in die Rufnummernbereiche. Ich füge also einen Bereich hinzu und hier gibt es jetzt wieder mehrere Möglichkeiten. Es gibt wirklich den Rufnummernbereich. Ihr könnt aber zum Beispiel auch sagen, alle, die ohne Rufnummer reinkommen, also anonym, keine Rufnummer mitsenden. Dass ihr sagt, nee, will ich nicht, die werden sofort blockiert. Ihr könnt ein Telefonbuch sperren. Ihr könnt ja in der Fritzbox mehrere Telefonbücher einrichten und ihr könnt sagen, jawohl, eins nutze ich nur dafür, um all die Kontakte abzuspeichern, die ich nicht mag, die mich nicht anrufen soll. Und dann sage ich, die dürfen mich nicht anrufen, dieses Telefonbuch. Oder ihr macht das umgekehrt, das ist so Whitelist, dass ihr sagt, alle, die nicht im Telefonbuch stehen, dürfen nicht anrufen. Also nur die Kontakte, die ihr wirklich abgespeichert habt, können dann bei euch anrufen. Aber wir bleiben ja beim Rufnummernbereich. Jetzt könnt ihr nochmal unterscheiden, ob das für alle eure Rufnummern gilt oder nur für manche. Weil es kann ja sein, dass der Manuel vielleicht die 295 nutzt hinten und sagt, ich will keine Auslandsanrufe, aber jemand anders im Heimnetz nutzt die 297 und sagt, ja, ich möchte aber schon noch aus dem Ausland angerufen werden können. Dann könnt ihr das also hier nochmal entsprechend einschränken. Ich bleibe hier mal bei alle Anrufe, weil Manuel will ja seine Ruhe haben. So, und jetzt kommt der Rufnummernbereich. Und hier gilt einfach die Regel, das wird von vorne verglichen, was zutrifft. Also ich könnte zum Beispiel sagen 0. Alles, was mit einer 0 reinkommt, wird geblockt. Das wären Auslandsgespräche, aber auch andere Ortsnetze. Wenn ich 00 wähle, dann gilt das schon mal nur für Auslandsanrufe. Ich könnte das jetzt auch auf einzelne Länder begrenzen, zum Beispiel 0043 oder auch andere. Oder ich lasse es bei 00, dass ich sage, alles, was irgendwie aus dem Ausland kommt, also eine 00 vorne hat, möchte ich nicht bei mir klingeln lassen. Dann gibt es auch einen Namen dazu. Nennen wir mal Ausland, damit wir auch wissen, was wir da sperren. Und ich übernehme das Ganze. Und ab sofort, ich kann es jetzt leider nicht zeigen, weil ich kann mich ja nicht ins Ausland beamen, aber ab sofort würden Rufe aus dem Ausland nicht mehr an unserem Telefon klingeln. Manuel, ich hoffe, du kannst damit mehr Seelenfrieden in deine Telefoniewelt reinbringen. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann wir mal ab in die Kommentare. Wir werden sie lesen und vielleicht beim nächsten Fragfritz schon beantworten. Und damit ihr den nicht verpasst, Abo reinhauen, Glocke reinhauen. Wir sehen uns. Bis dahin und tschüss.